Fotografie begeisterte, wir begeben uns auf einen interessanten Weg. Wir suchen nämlich jene Blendenzahl, die uns eine möglichst weite Schärfentiefe generiert. Ich muss Sie aber leider schon im Voraus etwas enttäuschen. Wir werden sie nämlich in diesem Video noch nicht finden, diese Blendenzahl. Der Ansatz mit eben noch einem kleinen Denkfehler drin wird folgender sein. Wir kennen ja zwei Tatsachen, nämlich die Schärfentiefe wächst, wenn wir die Blende schließen, weil die Zerstreuungsunschärfe abnimmt. Und die zweite Tatsache ist, dass wenn wir die Blende schließen, aber gleichzeitig die Beugungsunschärfe wächst. Wenn wir diese beiden Tatsachen in einer gewissen Unabhängigkeit voneinander betrachten, dann könnten wir doch sagen, dass wir die Blende also einfach so weit schließen, dass die Beugungsunschärfe gerade knapp noch nicht eine Z0-Unschärfe übersteigt. Und so hätten wir doch dann die Blende für die Zerstreuung maximal möglich geschlossen und hätten ergo eine weitestmögliche Schärfentiefe generiert. Und genau mit diesem Ansatz wird sehr oft nach der förderlichen Blende gesucht. Ich verrate es Ihnen im Voraus, jene Blende, welche tatsächlich die weiteste Schärfentiefe generiert, werde ich effektive förderliche Blende nennen. Aber um diese dann zu verstehen, müssen wir nun ein paar Schritte tun und da kommen wir an dieser förderlichen Blende nicht vorbei, zumal diese förderliche Blende auch sehr wichtig ist, weil sie nämlich in sehr vielen Formeln vorkommt. Bei der förderlichen Blende geht es eigentlich darum, die Schärfentiefe zu fördern, also so weit wie nur immer möglich zu gestalten. Sie wird oft mit der kritischen Blende verwechselt. Die förderliche Blende sucht die weiteste Schärfentiefe, während die kritische Blende jene ist, welche für ein gegebenes Optiksystem optimale Abbildungsschärfe erzeugt, für fokussierte Gegenstände aus der Schärfeebene. Die förderliche Blende versucht, eigentlich mindestens, Beugungs- und Zerstreuungsunschärfen zu optimieren. Und die kritische Blende versucht, Aberrations- und Beugungsunschärfen in ein optimales Gleichgewicht zu bringen. Weshalb wir eine Blende nicht einfach ganz schließen, um eine weite Schärfentiefe zu erlangen? Dies wissen wir ja nun, die Beugungsunschärfe nimmt zu, je mehr wir die Blende schließen, weil der Umfang eines Kreises, also die Blendenlamellenkante, linear abnimmt, wenn wir den Kreis verkleinern. Die Kreisfläche, also die Linsenfläche, nimmt dabei aber quadratisch ab. Weil wir dann im Verhältnis immer mehr Umfang als Fläche haben und Beugung ja entlang dem Umfang, also entlang den Lamellenkanten der Blende, stattfindet, nimmt also die Beugung beim Schließen der Blende zu. Die Beugung ist also gewissermaßen die Gegenspielerin zur Zerstreuung. Nach besagtem, noch mit einem Denkfehler behaftetem Ansatz, könnten wir nun doch eben die Blende so weit schließen, nämlich bis zu Kf der förderlichen Blende hin, wo allein schon die Beugung eine nur noch knappe Schärfe ins Bild bringt. Wir lassen also das Beugungsscheibchen nach seiner Wirkung einfach nicht größer als Z0 werden. Also dw darf maximal Z0 groß sein. D ist ja K durch 750 mm groß auf dem Sensor und dw, das Beugungsscheibchen nicht nach seiner Messung, sondern Wirkung, ist gleich K mal W durch 750. Und dies soll also gleich Z0 werden, das heißt höchstens, und mit W gleich ungefähr 0,75 ergibt dies für dw gleich ungefähr K durch 1000 mm Durchmesser auf dem Sensor. Und dies, nun aufgelöst auf K, ergibt ja dann unser Kf, die förderliche Blende, welche allein schon durch die Beugung eine Z0-Unschärfe ins Bild bringt, also eine Unschärfe, die unser Auge so langsam beginnt zu realisieren und ein Bild eben nicht mehr wirklich als scharf empfindet, gemäß der Schärfedefinition 92 in diesem Notizbuch. Kf ohne irgendeinen Abbildungsmaßstab mit einzurechnen, ist also etwa 1000 mal den maximal zulässigen Zerstreuungskreisdurchmesser. 1000 mal Z0,
gleich Kf. Oder wenn wir es justierbar haben möchten, Kf ist ungefähr gleich 750 mal Z0 durch W. Mit dem Abbildungsmaßstab erhalten wir dann 750 mal Z0 durch W mal M plus 1. Und 1000 mal Z0 ist ungefähr Sensordiagonale durch 2 mal W, beziehungsweise etwa 30 durch den Kropffaktor. Bei kleinbildsensorigen Kameras wäre dies also für die förderliche Blende Kf gleich ca. 30 und beim APS-C-Sensor wäre Kf etwa 20. Mit diesen Blendenzahlen wird das Beugungsscheibchen also ähnlich groß wie Z0 und zwar nicht nach der Messung des Durchmessers des Beugungsscheibchens, sondern nach seiner Bildwirkung. Wir haben, wenn wir diese Blendenzahlen einstellen, also allein der Beugung wegen, nur noch eine knapp akzeptable Schärfe übers gesamte Bild. Und nun müssen wir eben etwas klären. So wird die förderliche Blende oft berechnet. Auf gewissen Internetseiten wird hier sogar die Zahl 30 angegeben für die förderliche Blende für einen APS-C-Sensor. Aber es gibt ja einen Grund, weshalb APS-C-Sensorenobjektive eine Blende von 30 allermeistens gar nicht vorweisen. Wir werden nur schon bei dieser Blendenzahl für die förderliche Blende gleich 20 für einen APS-C-Sensor etwas stutzig. Würden Sie denn mit einer APS-C-Kamera mit der Blende 20 Landschaften fotografieren, um eine möglichst weite Schärfentiefe zu generieren? Also ich jedenfalls nicht. Für mich wäre ein solches Bild bereits mit wesentlich zu viel Beugungsunschärfe bestückt. Bei der Makrofotografie mögen solche Zahlen vielleicht noch eher gehen. Die Erklärung dazu kommt etwas später. Beim Nicht-Makrofotografieren müssen wir aber etwas bedenken. Nach diesem Ansatz hier laufen Beugungsunschärfe und Zerstreuungsunschärfe quasi wie hintereinander ab. Also erst, wenn ein Beugungsscheibchen größer wird als der Zerstreuungskreis, wird eine Unschärfe verschlimmert im Vergleich zu der Unschärfe, wenn wir nur Zerstreuung hätten. Dieser Ansatz ist ziemlich offensichtlich, aber nicht ganz richtig. Offenbar summiert sich auf irgendeine Art und Weise die Beugungsunschärfe zur Zerstreuungsunschärfe. Nicht einfach mit einem banalen Plus, aber diese beiden Unschärfen tun sich offenbar zusammen, sodass wir sagen müssen, mit der förderlichen Blende generieren wir allein durch die Beugung in der Schärfeebene eine Unschärfe, die ähnlich heftig ist, wie wenn die Zerstreuung, also Z aus D, gleich Z0 groß wäre, also eine nur knappe Schärfe. Jeder Punkt, der außerhalb G liegt, erfährt ja noch Zerstreuungsunschärfe dazu. Und nach dem Ansatz, dass diese beiden Unschärfen nicht hintereinander quasi ablaufen, sondern eben sich addierend, müssen wir sagen, dass dann ein Punkt eben unscharf wird, wenn er mit dieser Blendenzahl fotografiert wurde und zusätzlich noch Zerstreuung erfährt. Wenn wir also die Kamera so einstellen, dann haben wir in G eine Zerstreuung von gleich 0. Der Zerstreuungskreis von Punkten aus der Schärfeebene ist gleich 0. Wir haben gar keine Zerstreuung, denn wir haben hier ja fokussiert. Das Beugungsscheibchen allein aber wirkt wie ein Z0 großer Zerstreuungskreis. Wir finden also auf der Schärfeebene nur noch knappe Schärfe vor. Entfernen wir uns nun nach hinten oder nach vorne, weg von der Schärfeebene, so wird der Zerstreuungskreis ZD ja größer als 0. Das Beugungsscheibchen, das sich ziemlich gleichmäßig über das gesamte Bild verteilt, bleibt aber nach seiner Wirkung in etwa Z0 schlimm. Finden wir nun diese beiden Unschärfen nicht hintereinander, sondern irgendwie sich addierend vor, so müssen wir sagen, dass zur ohnehin schon knappen Unschärfe allein durch die Beugung noch eine gewisse Unschärfe durch Zerstreuung dazukommt. Demzufolge empfinden wir doch Bildstellen vor oder hinter der Schärfeebene als unscharf. Die Schärfentiefe erstreckt sich also nur gerade von G bis G.
Nur die Schärfeebene wird noch als scharf empfunden und selbst die unter Verwendung dieser Blendenzahl als nur knapp akzeptabel scharf. D-Delta mit dieser Blendenzahl ist eigentlich demzufolge gleich 0 mm, weil eben nur G knapp scharf ist. Offenbar müssen wir noch etwas weiter suchen, um wirklich jene Blendenzahl finden zu können, welche uns eine möglichst weite Schärfentiefe generieren kann. Und wir merken uns, mit der förderlichen Blende ist nur gerade die Schärfeebene in knapper Schärfe gehalten und alles davor und dahinter ist unscharf, weil Zerstreuungsunschärfe noch zu dieser grenzwertigen Beugungsunschärfe dazukommt. Die Schärfentiefe ist also genau gleich 0. Aber immerhin, die Schärfeebene ist wenigstens noch knapp scharf. Man kann sich nun natürlich fragen, in welcher Situation es denn geeignet wäre, eine solch hohe Blendenzahl einzusetzen. Nun, vielleicht dann, wenn wir gar keine Schärfentiefe benötigen und es extrem hell ist. Wir können ziemlich lange suchen, ich verwende beim Fotografieren KF nie. Und um diese Blendenzahl zu finden, die tatsächlich eine möglichst weite Schärfeausdehnung generiert, dafür bedarf es noch weiterer Überlegungen. Nun, wir machen uns auf den Weg. Wir werden diese Blendenzahl KF aber oft benutzen, eben gerade auch, um dann diese Blendenzahl herausfinden zu können. Ich möchte nun noch zu einem anderen Thema kommen. Wir haben in der Schärfeebene ja Beugungsunschärfe. Und dies haben wir gleichgültig, welche Blendenzahl wir eingestellt haben an unserer Kamera, immer. Beugung ist niemals nicht vorhanden. Die Beugung reduziert aber das Auflösungsvermögen. Dies bedeutet, mal ganz abgesehen von irgendwelchen Pixelanzahlen auf dem Sensor, dass wir auch durch die Beugung bzw. der Beugungsunschärfe nicht beliebig kleine Dinge auflösen können, selbst in der Schärfeebene nicht. Und wie gut sich etwas noch auflösen lässt, an dieser Stelle, dies werden wir nun berechnen. Die Auflösungsgrenze beim durchschnittlichen Menschenauge ist ja ungefähr 2 Bogenminuten. Soweit müssen also 2 Punkte auseinanderliegen, und zwar mindestens, wenn wir die beiden Punkte noch trennen können wollen. Jetzt geht es aber nicht um die Menschenauge-Auflösungsgrenze, sondern quasi um die Auflösungsgrenze unserer Kamera. Und nun fragen wir uns, wie scharf können eigentlich Gegenstände, die in der Schärfeebene liegen, abgebildet werden? Die Beugung, wir wissen es, lässt einen Punkt trotz ZG gleich 0, also einen Punkt aus der Schärfeebene, der keine Zerstreuung erfährt, nicht als Punkt abbilden. Und zwar ganz abgesehen von der Pixelgröße, hat mit den Pixeln nichts zu tun, sondern der Grund liegt im Gebeugtwerden des Lichts. Und wir fragen uns weiter, wie weit müssen 2 Punkte in G in der Schärfeebene trotz maximaler Schärfe voneinander entfernt sein, um voneinander getrennt abgebildet werden zu können? Zum Beispiel, wie weit müssen 2 Sandkörnchen in der Distanz von 2 Metern zur Kamera, wenn wir auf sie fokussieren, auseinanderliegen, damit wir noch 2 Sandkörnchen sehen und nicht nur ein beugungsunscharfes Etwas. Diesen Abstand, den eben zum Beispiel solche 2 Sandkörnchen haben müssen in G, um noch aufgelöst werden zu können, nennen wir A in G. Also Mindestabstand in G zweier Dinge, wollen sie denn noch getrennt abgebildet werden können. Wir machten etwas Ähnliches für defokussierte Ebenen. Da berechneten wir ein anderes A, das nicht mit diesem zu verwechseln ist. Dies ist gewissermaßen ein A aus D und meint auch nicht eine knappe Trennbarkeit zweier Dinge, sondern A berechnet hier den Abstand zweier Dinge in D für eine gänzliche Trennung, so dass sich ihre Unschärfen also höchstens berühren, nicht aber überschneiden. Bei diesem A geht es aber um den Abstand zweier Dinge in der Schärfeebene und hat weder mit defokussierten Ebenen, also mit Zerstreuung und Bokeh, noch etwas mit dem Auflösungsvermögen unserer menschlichen Augen zu tun. Es schreit nach dem Rayleigh-Kriterium, das besagt, dass 2 fokussierte Dinge auf dem Sensor einen Mindestabstand brauchen,
wollen sie denn noch einigermaßen wenigstens voneinander trennbar abgebildet werden können. Und dieser Abstand ist genau die Hälfte eines Beugungsscheibchendurchmessers, und zwar nach seiner Messung und nicht nach seiner Wirkung. Also müssen auf dem Sensor zwei Dinge mindestens 1,22 mal Lambda mal K Millimeter weit voneinander entfernt liegen, damit sie unser Optiksystem noch auflösen kann. Strecken auf dem Sensor durch den Abbildungsmaßstab, dies ergibt die entsprechende Strecke im Gegenstandsraum, also dort, wo das Ding, was wir fotografieren, ist. In G misst diese Mindeststrecke also dann 1,22 mal Lambda mal K durch den Abbildungsmaßstab Millimeter. Und wenn wir auch hier den Abbildungsmaßstab noch in die Rechnung hineinnehmen und diesen Term also noch um m plus 1 ergänzen, dann muss der Mindestabstand zweier Dinge in G, wollen sie denn noch aufgelöst werden können, so groß sein, wie es die Formel 183 beschreibt. A in G, gemessen also im Gegenstandsraum, beim Ding selber und eben nicht auf dem Sensor, gleich 1,22 mal Lambda mal K mal m plus 1, das ist der Radius eines Beugungsscheibchens nach seiner Messung auf dem Sensor, durch den Abbildungsmaßstab m. Wenn wir für Lambda wieder in etwa das für uns heikle grüne Licht einsetzen, weil wir dort Beugungsunschärfen sehr frappant erkennen können, ergibt dies also etwas vereinfacht geschrieben für A in G gleich K durch 1500 mal m plus 1 durch m. Und K durch 1500 ist der Radius eines Beugungsscheibchens, also d halbe. Oder wir können m plus 1 durch m ausrechnen, indem wir für m gleich fc durch g minus fc einsetzen und das etwas umformen und erhalten für a in g ungefähr gleich k mal g durch 1500 mal fc. Also Blendenzahl mal Gegenstandsweite, wohin wir fokussieren in Millimetern, durch 1500 mal die Brennweite, ergibt ungefähr den Abstand zweier Dinge, die Sie in G in der Fokusebene, also fokussiert mindestens, haben müssen, wollen Sie denn auf dem Bild noch voneinander getrennt abgebildet werden können. Und dies berechnet für eine optimale Optik. Und die optimale Optik, dies heißt zum Beispiel ohne jegliche Aberrationsunschärfen, die gibt es nicht. Wollen wir eine Formel für die Praxis, um nicht enttäuscht zu werden, weil wir eine normale und keine optimale Optik haben an unserer Kamera, können wir statt diese 1500 ungefähr 1100 hier in den Nenner setzen. Also A in G für die Praxis ist ungefähr gleich K mal G durch 1100 mal FC. Und ein Beispiel: Wie weit müssen zwei Sandkörnchen voneinander entfernt liegen, wenn wir sie aus 2 Metern fokussieren mit einem APS-C-Sensor, der Brennweite 20 mm und dies mit einer Blendenzahl von 4,8. Nun, der Abstand der beiden Sandkörnchen, hier gemessen, A in G, ist ungefähr gleich 4,8 mal 2000 durch 1500 durch 20. Oder für die Praxis statt durch 1500 durch 1100, was dann diese beiden Zahlen ergibt, nämlich ungefähr ein Drittel Millimeter oder ein knapper halber Millimeter. Dies für die Theorie und jenes für die Praxis. In G werden bei diesem Beispiel hier also Dinge, die kleiner als 0,44 Millimeter sind, kaum mehr aufgelöst. Und Dinge, die deutlich weniger als ein halber Millimeter auseinander liegen, werden wohl kaum mehr getrennt werden bei dieser Aufnahme hier in G. Zumal ein Pixel dann nicht wesentlich kleiner ist als solche 0,44 Millimeter hier in G, maßstäblich umgerechnet auf den Sensor. Manchmal ist es auch sehr hilfreich, nicht Millimeter anzugeben. Es kann sehr nützlich sein, wenn wir eine Auflösung angeben in Bogenminuten oder in diesem Fall für die Gegenstandsweite, weil die Auflösung dermaßen gut ist, in Bogensekunden. Die Auflösung in Bogensekunden ist ungefähr 138 durch die Pupillenöffnung
Dies heißt also 138 mal k durch die Brennweite Bogensekunden. Dies ist auch wieder für eine optimale Optik. Und für die Praxis könnten wir hier realistisch etwa 190 mal k durch fc Bogensekunden einsetzen. Dies wäre also für diesen Fall hier in unserem Beispiel 190 mal 4,8 durch 20 Bogensekunden. Dies gibt 45,6 Bogensekunden. Dies durch 3600 gibt Grad. Und wenn wir nun den Abstand hier a in g halbe durch g teilen, dann ist dies der Tangens des halben Winkels, den wir jetzt soeben berechnet haben. Wir rechnen also den soeben berechneten Winkel durch 2, drücken die Tangens-Taste, rechnen das Ergebnis mal 2000 und erhalten die halbe a in g Distanz. Dies Ergebnis nun also mal 2 gerechnet, gibt tatsächlich ungefähr 0,44 mm. Und nun gehen wir noch zu etwas anderem, denn weit mehr als die Beugungsunschärfe machen uns gänzlich andere Dinge zu schaffen, wenn es darum geht, Dinge in G, also Sachen, die wir fokussiert haben, auch wirklich in einer Top-Schärfe abbilden zu können. Ich werde Sie nun fast etwas überhäufen mit Tipps für die Schärfe in G. Und da verlassen wir etwas die Fototheorie und sind vielmehr in der Fotopraxis. Es kommt darauf an, wie wir fotografieren, und zwar nicht nur bezüglich den Kameraeinstellungen, sondern es spielt zum Beispiel völlig logisch auch eine riesige Rolle, dass wir den Fokus ganz genau setzen. Oftmals fokussiere ich manuell, etwa mit Focus Peaking, und fürs Fokussieren verwende ich sehr unselten die meiste Zeit. Ich möchte dies nun ziemlich rasch durchgehen. Sie dürfen den Film ja auch anhalten und das in Ruhe durchlesen, den ISO-Wert möglichst tief halten, eine gute Blende wählen, zum Beispiel die kritische Blende, wenn wir zum Beispiel gar keinen Schärfentiefewunsch haben, die Streulichtblende, quasi Sonnenblende, immer verwenden, möglichst gute Objektive benutzen, dann Extremwerte bei den Kameraeinstellungen möglichst vermeiden, den One-Shot-Modus benutzen, also nur ein Bild machen aufs Mal. Zu allem ist natürlich zu sagen, das geht nicht immer und es kann auch einmal praktisch sein, etwas genau anders zu machen, aber es kann etwas die Schärfe in G gefährden. Für diese Schärfe in G kann natürlich ein Stativ sehr von Nutzen sein und dabei den Zeit-, Fern- bzw. Selbstauslöser einsetzen. Wenn wir das Stativ gebrauchen, dann den Bildstabilisator ausschalten. Wenn wir das Stativ nicht verwenden, diesen Bildstabilisator einschalten. Die Spiegelvorauslösung nutzen, sofern ein Spiegel natürlich vorhanden ist, damit seine Bewegung unsere Kamera nicht erschüttert. Bei Langzeitaufnahmen die Blende nicht allzu lang offen halten. Keine beliebigen und auch nicht beliebig viele Filter hinschrauben. Gut stehen, damit die Körperhaltung möglichst stabil ist. Die Atmung koordinieren. Es gibt zum Beispiel Bilder, bei denen ich tatsächlich zwischen zwei Herzschlägen auslöse. Serienaufnahmen machen zur Sicherheit. Nicht erst fokussieren und dann bei halbgedrücktem Auslöseknopf drehen, also nicht umschwenken. Sanft und behutsam auslösen und nicht die ganze Kamera bewegen dabei. Wenn unbedingt nötig, eventuell einen Blitz einsetzen. Immer im RAW-Format fotografieren. Damit wir nicht zittern, genügend Kohlenhydrate essen. Beim Fokussieren insbesondere die Kreuzsensoren nutzen. Möglichst locker bleiben und sich viel Zeit lassen, wenn möglich. Bei Porträts immer auf die Augen fokussieren und zwar immer aufs vordere Auge. Das Wesentliche eines Motivs in G platzieren. Wenn ein Mensch an uns vorübergeht, den toten Punkt ausnützen. Der ist ungefähr dann, wenn wir den Fußtritt hören. Also dass unser Bildauslösegeräusch mit dem Menschenschrittgeräusch zusammenkommt. Und bei Gruppenaufnahmen, weil sich da sehr viele Leute immer bewegen und blinzeln und so weiter, mindestens Anzahl Leute durch 3 Bilder machen. Dies ist so eine statistische Zahl. Bei 25 Leuten also mindestens 9 Bilder machen. Und, sofern erwünscht, Bewegungsunschärfen vermeiden, indem wir genügend kurze Verschlusszeiten wählen und auch Verwackelungsunschärfen reduzieren. Und wenn T die Verschlusszeit größer wird als 1 durch die Brennweite mal den Kropffaktor, dann eben ein Stativ einsetzen. Und wenn an uns etwas vorbeifährt, dann, wenn wir nicht Mitzieher machen,
eine maximale Verschlusszeit von Z0 durch V mal M wählen, das ist also der maximal zulässige Zerstreuungskreisdurchmesser, durch die Geschwindigkeit des Gegenstandes in Millimetern pro Sekunde, Achtung, diese Sorte gut beachten, mal den Abbildungsmaßstab. Und dies gilt, wenn dieser Gegenstand rechtwinklig vor uns durchfährt. Wenn er auf uns zufährt, dann reicht auch eine T-Maximumzeit mal 4. Und dazu möchte ich Ihnen nun noch eine Skizze zeigen. T-Maximum, also wenn ein Auto so vor uns durchfährt oder ein Mensch so durchspaziert. 2 mal T-Maximum, wenn sich der Gegenstand diagonal zu uns bewegt. Und T-Maximum mal 4, wenn das Motiv von uns weggeht oder auf uns zukommt. Dann einfach rechtzeitig ausweichen bitte. Und dies noch mit einem Beispiel abgerundet. Die Brennweite sei 33 mm APS-C-Sensor. In G gleich 20 Meter, also in 20.000 Millimetern, fokussieren wir ein Auto, welches rechtwinklig an uns vorbeifährt mit einer Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde. Dies sind also 50 Millionen Millimeter pro Stunde und eine Stunde hat ja 3600 Sekunden, also 50 Millionen durch 3600 gibt rund 14.000 Millimeter pro Sekunde. Diese Geschwindigkeit dann hier eingesetzt, mal Z0 durch M gerechnet, gemäß dieser Formel, erhalten wir also eine Höchstverschlusszeit von einer knappen Tausendstel Sekunde. Würde das Auto nun von uns wegfahren und wir es genau aus 20 Metern Distanz fotografieren würden, müssten wir dies dann, wenn wir das Auto einigermaßen scharf abbilden möchten, mit ungefähr einer 300stel Sekunde tun. Bei Mitziehern gibt es eine elegante Formel. Wir wählen einfach eine maximale Verschlusszeit von ungefähr 1 durch die Anzahl Kilometer pro Stunde des an uns vorbeiziehenden Gefährtes in Sekunden. Also wenn ein Auto mit 70 Kilometern pro Stunde an uns vorbeifährt, wählen wir eine Verschlusszeit für Mitzieher von ungefähr einer 70stel Sekunde. Und dies höchstens. Besser noch etwas kürzere Zeiten, zum Beispiel eine 125stel Sekunde. Und diese Verschlusszeit abschätzende Faustregel gilt, wenn das Gefährt das Bild ziemlich gut ausfüllt. Dies also die Formel für Mitzieher, wo wir die Kamera quasi so dem Gefährt nachführen, dass es möglichst immer im Bild am gleichen Ort bleibt. Dann wird dann der Hintergrund verschwommen und dies gibt tolle Bilder, wo man sieht, durch diese hintergründige Bewegungsunschärfe, dass der Gegenstand eben in Bewegung ist. Und schließlich gibt es oftmals noch solche Zeichen, wo man die Komprimierung des JPEG-Bildes bestimmen kann. Nehmen Sie bei diesen Einstellungen einfach immer die Qualität höchste Variante. So, das war etwas ein Monster-Video. Und um Sie sanft in den nächsten Lehrfilm zu führen, möchte ich noch einmal erwähnen, dass wir mit der förderlichen Blende KF leider noch nicht jene Blende gefunden haben, die uns weiteste Schärfentiefe beschert. Aber wir sind auf gutem Weg. Wir brauchen noch einige Informationen mehr, um die effektive förderliche Blende KF effektiv finden zu können. Diese Blendenzahl KF effektiv wird uns dann tatsächlich weiteste Schärfentiefe generieren. Das heißt, ganz gemäß unserem Schärfeempfinden, was ja dann auch wieder subjektiv ist, ganz sicher wird diese effektive förderliche Blende betragsmäßig aber unter diesem KF liegen. Das heißt also, KF effektiv wird nicht ganz so geschlossen sein wie diese förderliche Blende. Im nächsten Video machen wir den ersten Schritt auf diesem Weg zur effektiven förderlichen Blende hin, zu jener Blendenzahl hin, welche uns tatsächlich weiteste Schärfentiefen generiert. Und dafür müssen wir Zerstreuung und Beugung kombinieren. Diese beiden unterschiedlichen Unschärfen, die finden nicht irgendwie hintereinander statt, sondern die arbeiten in irgendeiner Form im Team daran, uns Schärfe aus dem Bild zu nehmen. Die Frage wird sein, wie tun sich eigentlich Zerstreuungsunschärfe und Beugungsunschärfe zusammen? Offenbar kommen sie nicht völlig getrennt daher, sondern geben sich irgendwie die Hand und erzeugen gemeinsam
eine irgend resultierende Unschärfe in unseren Bildern. Im nächsten Video wird es also sehr empirisch und heuristisch, und um die Frage zu beantworten, wie sich denn Zerstreuungsunschärfe und Beugungsunschärfe zu einer insgesamt resultierenden Unschärfe zusammentun, dafür habe ich abertausende Testbilder gemacht und habe so ein Modell gefunden, das uns Fragen, die wir uns schon lange gestellt haben, überaus zufriedenstellend beantworten wird. Und diese Antworten werden uns Erkenntnis geben für weitere Formeln, die mich persönlich noch nie enttäuscht haben, selbst in meinen heikelsten Fotografiesituationen nicht, wo ich in der Fotopraxis, im Fotoalltag, fast unmögliche Verhältnisse berechnen musste. Na, wenn das nicht vielversprechend ist, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, viele tolle Bilder und verabschiede mich bis zum nächsten Video.